Es war Ende Juni 2024 und da bin ich von Dahlingerode, das ist etwas südlich von Ilsenburg im Harz, die Tentalstraße hochgegangen zur Plessenburg. Und dann bin ich den Hangweg am Halberstädterberg zurückgegangen nach Dahlingerode. Und man geht wirklich stundenlang durch Kahlschläge. Kahlschläge, wohin das Auge schaut. Nur am Ende, ganz am Ende dieser Wanderung, kurz vor Dahlingerode, da kommt man dann durch diesen Buchenwald. Und ich war völlig hin und weg. Nach all diesen Kahlschlägen auf einmal dieser wunderschöne Buchenwald. Und erst einen Monat später habe ich dann erfahren, dass das gar nicht ein Stadtwald ist, kein Stadtwald von Ilsenburg, sondern dass das ein Privatwald ist und dass dieser Wald der Familie Meier-Storck gehört. Und ich musste immer daran denken, so könnte der Harz heute noch aussehen, wenn man nicht auf diese völlig irrwitzige, verrückte Idee gekommen wäre, dort Fichten anzupflanzen. Die Fichten, die nun alle vom Borkenkäfer gefressen worden sind und wo nun kahle Hänge stehen, riesige, kahlgeschlagene Hänge. Und nur hier kurz vor Dahlingerode, ist dieser wunderschöne Buchenwald der Familie Meier-Storck.